Es ist Donnerstag, der 6. Januar 2022 und wir meditieren Tonglen in 5 Schritten, also im Grunde Motivation entwickeln, Achtsamkeit entwickeln, Metta-Praxis, Tonglen-Praxis, Auflösung und Widmung. Zuerst entwickeln wir die Motivation, die Kostbarkeit dieser Meditationssitzung zu erkennen und zu nutzen. Jetzt haben wir die Gelegenheit, unsere Achtsamkeit wachzurufen und Mitgefühl zu trainieren. Dabei wollen wir so geistesgegenwärtig wie nur möglich sein und hier und jetzt eine wache und freundliche Präsenz zu kultivieren, die es uns ermöglicht, mit uns und anderen achtsamer und mitfühlender zu sein. Diese Meditationszeit ist die Gelegenheit, den eigenen Geist zu klären und ihn von gewohnheitsmäßigen Tendenzen und festgehaltenen Vorstellungen zu reinigen. Durch das Hervorbringen einer gelassenen und ruhigen Präsenz, der Bereitschaft, Leidvolles in uns und bei anderen wahrzunehmen und anzuerkennen und die Kraft des Mitgefühls zu wecken, möge sich der Nutzen dieser Übung entfalten. Und es ist vielleicht sinnvoll, für diese Übung um geistige Unterstützung zu bitten, entweder von irgendwelchen höheren Kräften oder aus unserem Innern heraus, aus unseren eigenen Ressourcen. Dies wäre eine buddhistische Zufluchtnahme. Bis zum Erwachen nehme ich Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha durch die Praxis von Großzügigkeit und der anderen Paramita, möge ich zum Wohl aller Lebewesen das Erwachen finden. Im Grunde können wir schon zu Anfang unserer Sitzung uns fragen, für was genau wir hier Mitgefühl, Herzenswärme und Mitgefühl kultivieren möchten. Ist es ein eigenes Anliegen, also geht es um Selbstfürsorge, Selbstmitgefühl oder geht es um jemand anderen oder mehrere andere? Vielleicht schauen wir mal, spüren wir mal kurz in uns hinein, ob es da heute Morgen ein Thema gäbe, ein Bedarf. Vielleicht geht es um darum, uns auf jemanden einzustimmen, den wir nachher treffen werden oder etwas, was mit unserer Arbeit zu tun hat. Und auch da gäbe es ja vielleicht die beiden Möglichkeiten, dass es um etwas in uns geht oder in Bezug auf andere. Wenn wir spüren, was unser Thema ist oder wissen, worum es gehen wird, auch wenn das vielleicht noch ein bisschen vage ist jetzt am Anfang der Sitzung, dann benennen wir das kurz, nehmen uns vor, dies als Objekt unserer Meditation zu nehmen. Nachher, wenn wir Tonglen üben, bereiten uns jetzt erstmal mit weiteren Schritten auf die Mitgefühlsübung vor.
Und dazu gehen wir erst einmal in eine Haltung der Meditation oder wir sitzen in Meditation. Das tun wir ja schon. Nach unten hin erden, verankern. Fest mit dem Boden verbunden sitzen. Nach oben hin aufrichten. Etwas energievoll wachsen aus dem Sitz heraus. Da darf man sich so eine aufsteigende Energie vorstellen, die aus dem Boden kommt oder vielleicht auch aus dem Unterbauch und die jetzt nach oben steigt. Wie eine Pflanze am Morgen, die sich dem Licht entgegenrankt. Und wir können uns auch mit etwas, was über uns verbunden sehen oder was es auch immer sei. So auch von oben kommt etwas zu uns herunter und richtet uns auf. Und gleichzeitig werden wir locker und entspannt. Körper wird geschmeidig und leicht. Und dann verweilen wir erst einmal ein paar Minuten in dieser Haltung mit der Atmung verbunden, die wir so vermutlich auch deutlicher wahrnehmen können, wie sie sich im Körper bewegt. Und schauen, dass unser inneres Gewahrsein immer mehr in der Gegenwart ankommt. Lassen die Träume der Nacht oder die Pläne für den Tag erstmal hinter uns. Schärfen die Sinne, das Sehen, das Hören, das Riechen, das Schmecken und das Tasten für das, was gerade jetzt da ist, wahrnehmbar, spürbar ist. Überall heißt es, dass eine wichtige Grundlage für Herzensgüte und Mitgefühlsmeditation oder überhaupt Entfaltung dieser Qualitäten, es ist sehr gegenwärtig, sehr präsent, sehr offen auch zu sein. Das ist auch unsere Übung. Deswegen schauen wir erstmal diese Haltung, diese innere Haltung auch zu finden, um dann aus dieser Präsenz heraus Herzenswärme, Metta und Mitgefühl in Bezug auf etwas, was für uns oder andere schwierig ist, zu entfalten.
Diese Fünf-Schritte-Praxis besteht im Grunde dann aus drei Meditationen. Am Anfang die Motivation und am Ende die Widmung und dazwischen dann drei Sitzphasen. Das war die erste. An sich benötigen wir für die Entfaltung von Metta und Tonglen-Praxis nur so viel Stille und Präsenz am Anfang, dass wir dann wirklich frisch und klar an die Entfaltung von Herzenswärme und Mitgefühl herangehen können. Was kontraindiziert wäre, wenn wir jetzt beim stillen Sitzen in so eine Vertiefung oder Ruhe geraten, die uns irgendwie schon genügt oder mit der alles, was so da ist, schon irgendwie gedämpft wird. Also bleiben wir wach und frisch im Geist, wenn jetzt die Metta-Praxis geschieht. Und um uns ein bisschen zu ermuntern, würde ich gerne diesen Text einblenden, die Metta-Sätze. Und da sind so kleine Vorsätze vor dem eigentlichen Metta-Wunsch. Wissend, wie sich die Abwesenheit eines Glücksgefühls anfühlt und wie viele Lebewesen unglücklich und unzufrieden sind, wünsche ich, mögen ich und alle Wesen glücklich und zufrieden sein. Lassen wir ein paar Atemzüge diesen Wunsch in uns wirken, wenn es passt. Und erkennend, wie es ist, ohne Frieden und einen Sinn von Geborgenheit leben zu müssen, wünsche ich, mögen ich und alle Wesen in Frieden und Geborgenheit leben. Und im Bewusstsein, wie viele Krankheiten und schmerzhafte Zustände es gibt, wünsche ich, mögen ich und alle Wesen frei sein von Krankheiten und Schmerzen. Und wenn erkrankt, mögen ich und alle Wesen mit Krankheiten und Schmerzen gut umgehen können und die bestmögliche Hilfe und Heilung finden. Und begreifend, wie groß die Furcht ist und wie weit verbreitet es ist, dass man nicht mehr mit Gelassenheit leben kann, wünsche ich, mögen ich und alle Wesen frei sein von Furcht und mit heiterer Gelassenheit durch das Leben gehen. Falls sich noch ein weiterer Metta-Wunsch quasi in uns, in unserem Herzen ergibt, aus dem Hören oder Üben dieser bisherig
angewendeten Sätze. Dann artikulieren wir den auch in unserem Geist. Für uns, für andere, was gerade wichtig scheint. Was würde das Metta-Herz mir und oder anderen wirklich aus Liebe wünschen? Nicht aus anhaftender oder begehrender Liebe, sondern aus ausstrahlender, wirklich nachdrücklicher Liebe. Eine Liebe, die von unserem Herzen ausgeht, nicht eine Liebe, die irgendwas anzieht, haben will oder behalten will, sondern die etwas verschenken möchte. Ja, und damit sitzen wir jetzt bitte wieder eine Weile in Stille. Wenn wir gewohnt sind, dazu eine Visualisation zu üben, etwas, was im Herzen als Instanz, als Quelle von Freundlichkeit und Güte präsent ist und ausstrahlt, können wir das natürlich auch anwenden. Das leuchtende Metta-Herz, ein Symbol, eine Gestalt, ein Buddha-Aspekt. Wir können auch einfach nur die Metta-Sätze oder einen Satz, einen Metta-Wunsch in uns tönen lassen, in uns sprechen lassen. Dann dehnt sich diese Qualität aus und erreicht und durchdringt und umfasst schließlich das, was wir auch in dieser Sitzung versorgen möchten, ein eigenes Anliegen oder ausdehnend, ausstrahlend zu anderen hin. Bis sich so eine Art innere Vision oder Vorstellung oder Ahnung ergibt, dass Freundlichkeit und Güte, Metta da ist und sich dorthin wirklich ausdehnt und da ankommt, wo sie gebraucht wird.
Und jetzt kommen wir gleich zur eigentlichen Tonglen-Meditationsphase. Und falls es da so ein Anliegen gibt, wo wir merken, das braucht wirklich Fürsorge und die kann eigentlich nur ich selber oder etwas aus mir heraus aufbieten, dann können wir uns das jetzt nochmal ganz deutlich vor Augen führen, entweder als Selbstmitgefühlsübung oder für jemand anderen oder mehrere andere. Machen wir uns nochmal ganz klar, um was es geht. Also etwas, was mit Leiden verbunden ist, was Unerwünschtes erfährt, was Schlimmes erfährt, was irgendwie ungenügt, unerfreulich ist. Es kann ein Krankheitsthema sein, schwere Emotionen, etwas Schwieriges im Leben, schwierige Umstände. Benennen wir es, also nicht so viel grübeln oder darüber nachdenken, sondern einfach sagen, es ist da, da ist etwas. Vielleicht spüren wir auch etwas im Körper dazu, eine körperliche Resonanz oder Empfindung, die mit dem Leiden einhergeht. Das wäre selbst in Beziehung zu anderen vielleicht der Fall, dass wir irgendwie ein empathisches Gefühl spüren. Und dann betrachten wir dies und wissen, dass es da ist und bündeln jetzt all das, was wir in den bisherigen Minuten geübt haben, um es aufzubieten und daraus eine Mitgefühlspraxis zu gewinnen. Und das wird nun noch ergänzt durch die Tonglen-Atmung. Die Atmung bewegt sich ruhig und gelassen. Lassen wir den Atem erstmal geschmeidig und etwas großzügiger werden, ohne jetzt irgendwie eine Atemtechnik zu verwenden. Einfach ruhig und gelassen, ein bisschen wie verlangsamt, weiträumiger ein- und ausatmen. Einfach mit einem Sinn von Zeit haben. Zeit beim Einatmen, Zeit beim Ausatmen. Und wir haben jetzt folgende Situation in unserem Innern, vielleicht eben im Herzraum, ist diese Metta. Instanz oder da ist die Metta-Qualität, die Herzenswärme, die Freundlichkeit, das Wohlwollen. Und da ist eben noch was anderes, das, was das Mitgefühl benötigt, entweder in uns selber, wenn das unser Thema ist, oder vielleicht irgendwo vor uns oder um uns herum bei anderen. Und jetzt stellen wir eine Verbindung her zwischen quasi diesen beiden Seiten, dem Metta-Herz, dem Bodhicitta-Herz und dem Leid, dem Unerwünschten, dem Unerfreulichen, was da auch ist. Wir sind ganz realistisch. Ja? Da ist wirklich auch etwas, was nicht gut ist, nicht schön ist, was schlimm ist. Das braucht Zuwendung, Verständnis, Verbundenheit. Das soll sich auch verändern dürfen oder lösen dürfen. Oder wenn es sich nicht lösen kann, dann können wir es zum Anlass
neben einfach unsere Herzenskräfte zu stärken. Nicht daran verzweifeln oder gleichgültig werden. Sich abwenden, nicht abwenden. Hinschauen, Verbindung herstellen und dann atmen. Man könnte sagen, aus dem Herzen heraus ausatmen, dann das Leiden einatmen. In Richtung auf dieses Metta-Bodhicitta-Herz. Und es wird dadurch geweckt, angefacht geradezu, wenn wir es uns als eine Art Feuer oder Licht vorstellen. Und das atmen wir dann wieder aus. Die Ausatmung hat etwas von Gebe Freude, nachdrücklich aussenden, verschenken, anbieten. Und die Einatmung hat etwas von annehmen, sich ganz bewusst machen, was da ist, sich verbinden, akzeptieren. Das kann auch Gefühle auslösen, aber wir gehen nicht so sehr jetzt auf das Gefühl ein, auch wenn es da ist, es darf da sein, sondern wir versuchen, in unserer Herzenspraxis zu bleiben. Oft reagieren wir ja emotional auf Leid, auch gerade wenn es uns näher kommt oder sehr nahe ist, und denken auch oft, das ist das Mitgefühl, sind empathische Gefühlszustände, sind wertvoll und wichtig, aber oft verstärken sie nur den Zustand von Leid, Mitleid. Und wir versuchen mal zu schauen, ob wir da jetzt durch diese Tonglen-Atmung wirklich mehr Licht in das Mitempfinden hineinbringen können. Man könnte sagen, wir atmen durch die ganzen, durch eventuell auftauchende Gefühle hindurch, bis sie sich klären und eine Richtung bekommen, nämlich die Richtung des Mitgefühls. Das ist eine ausstrahlende, wirklich hilfreich sein wollende Richtung hat. Und deswegen gibt es die traditionelle Anleitung, dunkles Einatmen und helles Ausatmen. Rauchiges Einatmen und etwas ganz Klares, Leuchtendes Ausatmen. Durch alle Widerstände hindurch, die sich da vielleicht zeigen. Gefühlte Widerstände, gedankliche Widerstände. Und idealerweise üben wir das wieder so lange, bis wir den Eindruck haben, das Schwierige ist angeschaut, ist angenommen. Und Herzenswärme und Mitgefühl sind gestärkt.
Nehmen wir uns vielleicht vor, das im Lauf des Tages mal wieder anzuwenden, wenn uns wirklich Schwieriges begegnet. Jetzt in der Morgenmeditation haben wir einfach den Samen dafür gelegt. Das Prinzip uns erschlossen. Und es wird Szenen im Alltag geben, wo das sicherlich ganz angebracht wäre, so sich auf eine Situation einzustellen. Dann können wir uns im Körper verankern, aufrichten, atmen, Herzenskraft wecken, annehmen und aussenden üben. Tonglen. Jetzt ist es schon wieder Zeit, unsere Praxis abzuschließen. Dann lösen wir alle Bilder und Vorstellungen, die mit der Übung einhergingen, im Raum des Geistes auf. Doch darin könnten wir noch etwas länger verweilen. Jetzt hören wir drei Töne der Klangschale noch in dieser Auflösung. Und lesen noch gute Wünsche und eine Widmung zum Abschluss. Wir widmen alle unsere Bemühungen, unsere Übungen in Achtsamkeit, wacher Präsenz, Herzenswärme und Mitgefühl dem Wohlergehen aller Lebewesen. Möge diese Praxis uns befähigen, für andere da zu sein, mit dem Herzen ganz anwesend zu sein. Und mit uns selbst und anderen Freundschaft schließen zu können. Mögen wir so unsere Verbundenheit mit allen Lebewesen erkennen, wertschätzen und zu einem Mitgefühl ausstrahlenden Wesen werden. Mögen wir dazu beitragen, Unruhe, Nöte und Ängste, geistige und körperliche Leiden, die wir selbst und andere erfahren, durch unsere Achtsamkeit und Anwesenheit zu lindern und zu überwinden.